Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ja, Two Point Hospital. Dieses Spiel habe ich euch ja schon vor geraumer Zeit mal angekündigt. Da hatte ich ja gesagt, ich freue mich super drauf, weil es verspricht, ein sehr lustiges Spiel zu werden. Ja, ich habe es schon mal angespielt. Ihr seht, ich habe hier schon einen Spielstand. Wir werden aber einen neuen machen. Ja, wir werden jetzt mal ganz von vorn anfangen. Ich hatte das nur angezockt, um halt wegen Lautstärke und so weiter auszuprobieren. Und wie gesagt, ich fange jetzt nochmal mit euch ganz von vorn an. Ja, Two Point Hospital ist von den Entwicklern, nämlich The Two Point Studios. Und der Publisher ist Sega. Also doch recht bekannte Namen, ja. Wer von euch vielleicht Theme Hospital kennt, ein schon ja, nicht mehr ganz so taufrisches Krankenhausaufbauspiel, der könnte sagen, ich habe den Vorgänger gespielt. Ich habe es leider nicht gespielt. Ja, ich habe mir jetzt im Vorfeld mal das ein oder andere Video zu Theme Hospital angeguckt. War auch schon sehr lustig. Also ich bin jetzt total gespannt, was jetzt kommt. Und ich wollte sagen, ehe wir jetzt hier noch ewig rumpalabern, fangen wir einfach mal an. Wir nehmen den hier mal weg. Ja, den können wir löschen und dann legen wir los. At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners. Oh, many of them have even been to medical school or watched ER. Ach, if you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Jest infection is no laughing matter. Put Nein. your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future. And hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. Ja, ich würde sagen, du gehst jetzt mal golfen und kaum etwas wird uns im Wege stehen. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich packe mal das Mikrofon ein bisschen weiter weg, nicht, dass ich euch zu sehr übersteuere. Ja, Two Point Hospital. Wir können hier leider noch nicht in der Map weiter rumschauen. Besteht im Endeffekt daraus, dass man hier in Hogsport. Hallo? 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 Genau. Dass man hier anfängt und wenn man hier sich etwas hochgearbeitet hat, dann geht man nach Lower Bullocks und baut dort ein zweites Krankenhaus aus. Ja, ich bin mein... bewege die Maus. Oh, guck mal hier, da ist ja noch ein drittes. Was ist das? Fluttering. Jawohl. Also ich denke mal, dass man dort dann vielleicht auch andere Krankheiten heilt. Ich bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung, wir werden es im Laufe der Zeit sehen. Wir fangen an in Hogsport und los geht's. Achso, jetzt kommt kein Video. Okay. Bist du bereit, dein erstes Krankenhaus zu bauen und ein paar Patienten zu heilen? Ja, könnte man mal machen. Ja. Wahrscheinlich willst du dich erst einmal umsehen. So bewegst du die Kamera. Halte die rechte Maustaste gedrückt und ziehe. Bewege den Mauszeiger zum Bildschirmrand oder nutze die Tasten W, A, S und D. Du kannst außerdem mit dem Mausrad zoomen. Und mit der mittleren Maustaste die Kamera drehen und kippen. Okay. Bewege die Kamera. Ja, geschafft. Also hier oben stehen immer unsere Aufgaben, ne? Die müssen wir machen. So, eine Aufnahme. Das Krankenhaus braucht zuallererst eine Aufnahme. Dort können sich die Patienten anmelden, wenn sie im Krankenhaus eintreffen. Bauen wir einen Empfangsschalter in der Nähe des Eingangs. Okay, so jetzt pass auf, jetzt müssen wir erstmal hier ganz kurz. Einstellungen. Doch, hat die Einstellungen übernommen. Sehr schön. So, auf Objekte hier für Blinde, ja. Also perfekt für mich, wenn ich mal was suche, ja. Hier, rote Pfeile. Objekt, eine Aufnahme. Ja, wo bauen wir die denn hin? Ja, man könnte sie frontal hier vor den Eingang stellen. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier der Eingang ist. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte das ganz gern so ein bisschen hier so, ja. Ja, ja, machen wir mal. Bauer eine Aufnahme. Ja, 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 ja. Toll, wir brauchen einen Assistenten für den Empfang.
stellen wir gleich einen ein. Klicke auf das Feld Einstellen und wähle Assistenten aus, um dir die Bewerber anzusehen. Okay, Beatrice Pigmento. Okay, nee. Pookie Mönch. Also die Namen sind geil. Die sind... Wie cool. So, was kann die denn? Kundenbetreuung. Verbessert die Aufnahme- und Verkaufskompetenz. 50% Kundenbetreuung, okay. Gucken wir mal. Unglaublich langweilig. Glaubt, dass dank der Ironie des Schicksals alle Glückszahlen eigentlich Pechzahlen sind. Ach du lieber Himmel. Nee, das wollen wir nicht. So, dann haben wir Violetta Hemzog. Ist ein Klassenclown, hat einen grünen Daumen und kann sehr gut im Dunkeln sehen. Oh, und jetzt kommt's. Alf Spaßbrems, weil er sieht ja fast aus wie Alf. Geil. Okay, was kann der denn? Kundenbetreuung, emotionale... Ah ja, okay. Erhöht die Zufriedenheit. Und nochmal Kundenbetreuung. Also der ist schon ja, ganz schön nicht so schlecht. Der hat einen grünen Daumen, arbeitet für einen Apfel und ein Ei und sieht nur, was er sehen will. Geil. Also er kostet zwar das meiste, aber der hat schon hier echt gute Kenntnisse. Ich denke, am Start ist das gar nicht so schlecht. Ja, machen wir einfach mal. Was? Ungültiges Verschieben? What? Arztpraxis. Toll! Bevor wir offiziell die Türen öffnen, brauchen wir eine Arztpraxis. Patienten werden in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht Patienten und entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Bauen wir jetzt eine Arztpraxis. Okay. Um ein Zimmer zu bauen, klicke auf das Zimmer, was fällt und wähle einen Eintrag aus der Liste aus. Wenn du ein Zimmer ausgewählt hast, zeichne einen Grundriss mit der erforderlichen Größe. Und dann platziere die... ja. Eine Arztpraxis. So, dann... Moment, ich will hier so drehen. Ich würde sagen, das machen wir hier gleich mal so hinter den Empfang. Hallo? Ah, dry mal dry. Okay, eine Tür. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen... ja, machen wir gleich hier. Oh, mit Schreib... Oh, das finde ich aber gut, dass man hier gleich erstmal so die grundlegenden Sachen an die Maus kriegt. Ja. Computer weg von der Tür ist immer gut. Was ist denn das? Ein Aktenschrank? Ach, und das reicht uns schon. Ist aber ein bisschen kahl, oder? Oh, hier, guck mal. Ein schickes Blümchen. Wo stellt man das so hin? Ja, hier, wa? Der Mülleimer für die Handschuhe. Ja. Noch irgendwas? Brauchen wir Feuerlöscher? Wir machen erstmal ohne weiter. Ja! Dr. Who. Ausgezeichnet. Wir brauchen jetzt einen Arzt für die Arztpraxis. Stelle einen ein. Ja, wäre ja nicht verkehrt, ja? Ärzte. Anna Kompost. Cool. Oh, die kann... Oh, Mann. Inspiriert. Schwache Blase. Begeisterte Heimwerkerin. Alter Schwede, die ist Chefärztin. Die ist schon voll fertig. Alter, was kann denn die alles? Ausdauertraining. Lässt Energie langsamer schwinden, sodass der Mitarbeiter länger arbeiten kann. Okay. Verbessert die allgemeinmedizinische Diagnosekompetenz. Okay. Patientenbetreuung erhöht die Zufriedenheit. Behandlung. Alter. Und dann haben wir noch Ursula Puffin. Cool, der Name gefällt mir. Wird schnell müde, bewertet grundsätzlich alles mit 7 von 10. Wie geil. Okay, und alle paar Tage kommt hier eine neue Bewerbung. Oh, die gehen aber schnell rum hier, die Tage. Holla, die Waldfee. Ich würde aber, wollen wir jetzt mal hier warten? Wir könnten ja hier vielleicht noch so einen so dazwischen. Weil ich meine, ich wollte ja jetzt zu ihr tendieren, ja? Aber ich guck mal, ist er fast voll hier. Warten wir mal. Tag. Frederick Spargel. Ja, hygienisch, hat Potenzial, hat es die Sprache verschlagen. Das ist aber schlecht als Arzt. So, was kannst denn du? Verbessert die Diagnosekompetenz.
zweimal gleich und Behandlungskompetenz. 28.000 noch was? Nee, also wir bleiben bei Anna Kompost. Komm, wir nehmen Frau Kompost. Krankenhaus eröffnet. Junge Herr DJ, du redest echt laut. Hey, Miami Swing. Ja, Krankenhaus eröffnet. Gute Neuigkeiten, unser Krankenhaus ist nun eröffnet. Ja, die ersten Patienten kommen. Nach der Anmeldung an der Aufnahme werden sie zum Allgemeinmediziner geschickt, um sich diagnostizieren zu lassen. Ja, na Frau Kompost, zoomen und drehen, benutze zum Heran- oder Wegzoomen das Mauswort. Das hatten wir doch schon mal. Ach so, um die Ansicht horizontal zu drehen, gedreht nach links und rechts und vertikal nach oben und unten. Ah, ach so, kriegen wir auch wieder Punkte für. Aber von oben reingucken, weiter runter geht der Winkel nicht. Schade. So drehen, hatten wir ja schon. Und mit der Kamera zoomen. Ja. Cool. Aber ich würde sagen, können wir aufheben. So rum. Ich würde sagen, jetzt schieben wir mal so ein bisschen weiter. Hier so. Ja. Genau. Dann ist das hier so der Empfangsbereich. Warte mal, Objekte. Was gibt's denn hier noch? Eine Bank. Tränkeautomat, Snackautomat. Oh. Zum Hinpflanzen und Wurzeln schlagen. Ja, geil. Oh, Nachrichten. Wir haben unseren ersten Patienten diagnostiziert. Der Allgemeinmediziner hat ihr eine Nachricht geschickt. Schau in der Nachrichtenliste unten rechts nach. Wir werden wohl eine Apotheke bauen müssen, um den Patienten zu behandeln. Okay. Moment. Ich hoffe, es knastert jetzt nicht ganz dolle. Ich muss mal mein Mikro hier so zur Seite. Ich sehe nichts. So. Apotheke benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Die Mörteln. Die Mörtelansteckung erfolgt meist im Badezimmer. Schön. Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In früheren Tagen musste der Befall unter Schmerzen herausgekratzt werden. Oh, lecker. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Eine Apotheke. $7,600? Alter! Ja, eine Apotheke. Warte, Moment, Zimmer. Wo stellen wir die denn hin? Wollen wir hier die gleiche so ganz vorne haben? Das geht wieder nicht. Auch 3x3? Aha, scheint so eine Grundgröße zu sein. Ja, guck mal hier. Was ist denn das? Warte mal, wie war denn das hier mit dem Drehen? Ja, so. Machen wir mal so. Kriegen die auch ein Blümchen? Also in der Apotheke, glaube ich, ist das nicht ganz so sinnvoll. So, hier ein Mülleimer vielleicht so. Ja, man weiß es ja nie. Und, ach, guck mal, hier so einen Aktenschrank können die noch kriegen. Ne, den muss ich so rumstellen. Ja. Doch. Reicht. Ja, habe ich doch schon. Ach, ein Krankenpfleger, auch das noch. Einstellen. Krankenpfleger. Adam Sandwich. Der Name ist geil. Inspiriert. Streitet gern, hat Potenzial. Mehr Selters als Sekt. Ah, ja. Erhöht Tempo und Effizienz. Ausdauertraining, ja. William Wright. Wird schnell müde, wird von ihren Angehörigen gehasst. Bitte? William ist doch ein Männername. Nicht weiter drüber nachdenken. Nein. Verbessert die Apothekenkompetenz und das Tempo. Und Penny Pollard ist noch dazu gekommen. Charmant, wird schnell müde, kann sich nicht recht dran erinnern. Okay. Ja. Ja. Aber wenn die alle schnell müde werden, ist das jetzt... Ich weiß es nicht. Wollen wir vielleicht mal ihn hier einstellen? Aber hier ist besser. Ne, wir nehmen sie hier. Komm.
ihn, sie, er, sie, es, wir, ihr, sie, ich, du und so. Wir haben jetzt alles Nötige, um einfache Krankheiten zu diagnostizieren und zu heilen. Mal sehen, ob unsere neuen Mitarbeiter ihren Aufgaben gewachsen sind. Heile einen Patienten. Moment, ich will zugucken. Ja, geil. Und? Und Prösterchen. Ui, Heiler, ja. Geheilt. Oh, die sitzen hier auch alle nicht. Patient geheilt. Gut gemacht. Du hast unseren ersten Patienten geheilt. Wir haben etwas Geld verdient und den Ruf des Krankenhauses verbessert. Dadurch werden wir neue Patienten gewinnen. Wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger einen Patienten behandelt, beeinflussen deren Fähigkeiten die Erfolgsaussichten. Bestimmte Krankheiten sind schwieriger zu behandeln als andere. Diagnostiziere und behandle weiterhin Patienten, damit wir genug Geld verdienen, um das Krankenhaus ausbauen zu können. Machen wir. So. Krankenhausruf. Der Krankenhausruf verbessert sich mit jedem geheilten Patienten. Wenn eine Behandlung aber fehlschlägt, verschlechtert sich... Ach du, die können fehlschlagen. Insbesondere, wenn ein Patient stirbt. Ja, 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 ganz toll. Ein besserer Ruf lockt mehr Patienten und bessere Stellenbewerber an. Okay. Ach so, okay, das ist Archiv. Ah, ich verstehe. Ist aber irgendwie doof, wenn die. Wieso steht. Ach so, naja, gut, komm. Objekte. Hallo, immer wenn ich da was bauen will. Hallo. Wir haben jetzt ein paar ziemlich teure Maschinen. Und du solltest dir über die Instandhaltung Gedanken machen. Der Zustand von Maschinen verschlechtert sich mit der Nutzung. Also müssen sie von Zeit zu Zeit gewartet werden. Verwahrloste Maschinen können ein Feuerrisiko sein. Feuer gelten gemeinhin als schlecht fürs Geschäft. Ja, könnte man so ausdrücken, ja. Stelle einen Hausmeister ein, damit die Maschinen gewartet werden. Sorge dabei auch gleich dafür, dass überall Feuerlöscher aufgestellt sind. Vorsicht ist besser als Nachsicht, stimmt's? Ja. So, hier drehen war so. Komm, setzt euch mal dahin. Und jetzt ist ja die Frage, hier werde ich wohl nicht weiter noch was davor bauen. Warte mal, kann man hier nicht vielleicht so... Ah, guck mal, hier kannst du fragen. Mit der Steuerungstaste. Guck mal. Ja, 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 ja. So, was sollen wir einstellen? Einen Hausmeister. Bert Autschen. Ist das doof, ey. Oh Gott, hält das Leben für eine romantische Komödie. Macht gerne ein Nickerchen, okay? Und Jacinta Limone. Nachwuchshausmeisterin. Hält das Leben auch für eine romantische Komödie? Will mehr Geld? Unglaublich langweilig. Hat einen eigenen Kompasshaufen. Ja, wer hat den nicht? Wollen wir Bert nehmen? Ja, komm, wir nehmen Bert. Bert ist cool. Zwei Feuerlöscher. Objekte? Feuerlöscher. Ja, ich würde sagen, ist vielleicht ganz praktisch, wenn man so... da vielleicht einen so hin? Liebe Patienten, bitte benutzen Sie den Feuerlöscher nur nach Anleitung. Oder Anweisung. Oder wie auch immer. Kann man nicht hoch? Muss das auf dem Boden stehen? Das ist ja unpraktisch. Okay. Haben wir. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Aufgabe. Habe ich keine Ziele? Patienten bei Laune halten. Die Zufriedenheit von Personal und Patienten ist für einen reibungslosen Krankenhausbetrieb wichtig. Patienten werden mit zunehmender Zeit gelangweilt, durstig und hungrig. Sorge dafür, dass sie Zugang zu Unterhaltungsmöglichkeiten, Essen und Getränken haben und bequem sitzen können, solange sie auf Termine warten. Gut, das haben wir ja gerade gemacht. Wenn sie unzufrieden werden, gehen sie in ein anderes Krankenhaus. Ja, dann mach mal. Objekt da. Broschürenständer. Wäre vielleicht hier vorne gleich so, hier gucke mal, gleich so Infomaterial. Ah, ja. Ein Getränkautomat.
Aber jetzt wird's kritisch. Wo stellen wir den denn jetzt hin? Kriegen wir den da hin? Ja. Und was ein Snackautomaten? Ja, jetzt habe ich hier so ein klitzekleines Platzproblem. Moment. Wir müssen kurz bauen. Aber das ist doof, wenn die da dran vorbei müssen, ja? Wir probieren das mal. Den lassen wir da. Und dann stellen wir den da hin. Objekte. Was brauchen wir jetzt noch? Snackautomaten. Und den stellen wir hier hin. Ja. Guck mal, dann können wir doch eigentlich... Wieso pennt der da ein? Nixe, hier wird nicht gepennt. So, kommen die da durch? Ich hoffe. So, Hammer. Habe ich gerade. Personal, Energie und Pausen. Die Arbeit ermüdet deine Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft ihnen, sich zu erholen und dann mit neuer Kraft weiterzuarbeiten. Auch Getränke und Snacks sorgen für zufriedenes Personal. Wenn du ein Zimmer vergrößerst und es mit interessanten Objekten füllst, gilt es als prestigeträchtiger. Menschen, die ein solches Zimmer benutzen, werden zufriedener. Ein schönes Pausenzimmer hilft deinen Mitarbeitern, sich schneller zu erholen. Über dem Berg heißt das Lied. Voll geil. Was ist denn jetzt hier? Mach doch mal auf. Genau. Pausenzimmer. Ja, wo stellen wir das denn hin? Zimmer. Pausenzimmer. So, guck mal, hier ist hier mit Fensterchen. Können wir hier... Ja. Sieht gut aus. So, aber dann können wir doch hier nochmal so ein Zimmerchen stellen. Dann machen wir hier... mit Sofa. Ein Sofachen. Ach, das reicht denen schon. Ne, das ist aber ein bisschen mau. Wie soll man sich denn da wohlfühlen? Also ehrlich mal. Guck mal, kriegen wir noch ein Blümchen. Ein Sesselchen. Ja, ich sehe schon, ich bin hier bald pleite. So. Und sowas wie ein Tisch. Haben wir einen Tisch? Aber haben wir einen Tisch? Kaffeetisch. Oh, das können wir denn erst... Was? Wer keinen Untersetzer benötigt, wird sofort gekündigt. Wie geil. Aber hier so ein Mülleimer. Ja. Wie jetzt? Ach so. Wie geht denn das jetzt? Okay. Aber nein, ich wollte doch den aber gern dorthin. Achso, es geht nicht, weil ich nicht drankomme. Okay. Ja, dann kommt der hier hin. So, Pausenraum fertig. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Pausenzimmer auf, wenn sie Pause machen. Ja, könnte man davon ausgehen, ne? Füllen wir das Zimmer mit interessanter Ausstattung, damit sie sich vollständig erholen können, bevor ihre Pause vorüber ist. Du kannst einen Mitarbeiter im Pausenzimmer platzieren, damit er eine Pause macht, oder in einem Arbeitszimmer, um ihn dort arbeiten zu lassen. Um einen Mitarbeiter aufzuheben, halte den Mauszeiger auf ihn und halte die linke Maustaste gedrückt. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Kann man hier so die Wände ausblenden? Geht das irgendwie? Ein Job für Krause. Hört sich nach Hausmeister an. Getränke und Snacks sind ein tolles Mittel, um Patienten bei Laune zu halten. Aber wenn keine Mülleimer in der Nähe sind, kann das Krankenhaus bald voller Abfälle sein. Da wir gerade beim Thema sind, Personal und Patienten können schnell mürrisch werden, wenn keine Toiletten vorhanden sind. Du solltest vielleicht in hochwertiges Porzellan investieren. Hausmeister erfüllen folgende Instandhaltungsaufgaben. Verkaufsautomaten nachfüllen, kehren, Mülleimer leeren und Toiletten entstopfen. Okay. So. Ja, dann würde ich sagen, ist es ja hier ganz gut mit den Toiletten. Wir füllen das hier mal so komplett. So. Oh, das sind die... Schick. Gleich ganze Kabinen hier. Ja, mach mal drei, wa?
Was braucht man noch? Ein Waschbecken? Ja, was braucht man noch? Ein Handtrockner? Ja, muss ja sein. Und ein Mülleimer. Ja? Eine Pflanze machen wir in so einem Klo nicht. Wie sieht das denn aus mit Blümchen? Nein, das machen wir nicht. Schick. Schick, schick. Mit Spülkasten oben. Na, das ist ja sehr antiquiert. Okay. Entschuldigung. Wir haben Berichte über neue Krankheiten in der Stadt erhalten. Sie können schwieriger zu diagnostizieren sein. Wir müssen vielleicht ein neues Diagnosezimmer bauen. Wenn sich ein, was Allgemeinmediziner nicht sicher ist, wird er einen Patienten für weitere Diagnosen überweisen. Alter Schwede. Das ist ja hier, Junge, das artet gerade hier irgendwie ein bisschen in Stress aus. Nixe. Gut, aber ich würde sagen, nach 25, fast 26 Minuten beenden wir diese Folge mal an dieser Stelle. Wenn es mir heute Abend entsprechend gut geht, möchte ich das heute Abend gern streamen. Ja, aber ich denke, so aufbauen und gucken und so ist vielleicht ganz lustig, auch in einem Stream zu machen. Wenn ihr dazu Lust habt, könnt ihr das doch gerne kommentieren oder einen Daumen nach oben da lassen. Dann würde ich vielleicht so ab, naja, sagen wir mal 20 Uhr rumstreamen. Vielleicht einen Tucken eher, muss ich mal schauen. Alles klar. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.